Hallöchen, liebe Leute. Ich habe lange Zeit überlegt und ich tue es jetzt doch. Ich werde The Long Dark für euch spielen, also für diejenigen, die Lust drauf haben. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier bin. Und ich werde mich auf den Weg machen, eine erste Unterkunft zu suchen. Unterwegs sammle ich natürlich schon mal so ein paar Stöckchen ein, damit wir uns dann ein Feuer machen können. Ich spiele The Long Dark im Moment noch ohne Gegner. Das heißt, Wölfe und Bären sind harmlos. Die tun mir also nichts. Aber ich würde gern mal Eindringling mit euch probieren. Das heißt, das ist so ziemlich das Schwerste, was es hier gibt. Man hat da praktisch keine Chance zu überleben. Ich schon gar nicht. Für alle, die mich kennen. Das ist extrem schwer, Nahrung zu finden und das Wetter ist extrem schlecht, ständig jedenfalls. Nicht so wie hier im Moment, sieht es ja noch ganz angenehm aus, aber ich kann euch gerne mal zeigen, wir haben minus 15 Grad. Das ist jetzt nicht so sehr angenehm. Unsere Anziehsachen sehen auch sehr zerrissen aus. Das heißt, wir müssen da noch einiges reparieren, beziehungsweise zusehen, dass wir neue Anziehsachen bekommen. Ich werde nicht viel rennen, das sage ich euch gleich vorweg, denn ich bin der Meinung, man wird ziemlich schnell müde, bekommt viel Hunger und Durst. Aufgrund dessen werde ich hauptsächlich gehen. Heißt schlussendlich für euch, dass es eventuell ziemlich langweilig werden kann. Aber ihr könnt ja solche Sequenzen auch gerne vorspulen. Es ist nicht einfach, hier ein Let's Play von zu machen, deswegen habe ich auch so lange gebraucht. Ich hatte das eigentlich schon vor, als ich mir das Spiel geholt habe, und das ist schon eine ganze Weile her. In der Zwischenzeit gab es so einige Updates, aber da es wirklich zwischendurch sehr, sehr langweilig ist, habe ich gedacht, nee, das kannst du keinem zumuten. Aber ich habe im Moment solche Lust auf dieses Spiel, dass ich mich dazu entschieden habe, es doch zu tun. Und ich werde ja sehen, wie es läuft. Was liegt denn da? Liegt da eine Leiche? Ich vermute ja. Also für alle, die das Spiel hier noch nicht kennen, wir sind hier in Kanada mit dem Flugzeug abgestürzt, weil es einen Kältesturm gab, praktisch. Es ist alles hier verschneit und vereist. Sehr, sehr kalt. Und dadurch, dass wir ja im Flugzeug abgestürzt sind, haben wir nichts weiter bei uns, außer die paar Anziehsachen. Ich kann mal kurz gucken. Man bekommt, wenn man im friedlichen Modus spielt, ein paar Dinge. Erstmal hat man genügend Anziehsachen, die reichen erstmal aus. Man bekommt ein wenig Medizin, Brandbeschleuniger, einen Angelhaken, Streichhölzer, ein bisschen Wasser, Nähzeug und ein bisschen Essen. Auch Verbände haben wir dabei. Das bekommt man alles mit. Wenn man auf der Stufe Eindringling spielt, bekommt man zum Beispiel keine Streichhölz, also eigentlich gar nichts. Man hat nur ein paar Anziehsachen, die nicht mal besonders warm sind. Es kann also durchaus sein, dass man nur ein T-Shirt anhat und das ist nicht so sehr angenehm bei dieser Kälte. Ihr seht's, alles verschneit und vereist. Ich werde jetzt hier hochlaufen, das hat sich auch geändert. Es gab vor kurzem ein neues Update und da wurden auch alle alten Welten gelöscht, die man hatte. Da werden sich so manche bestimmt sehr geärgert haben. Aber gut, war höchstwahrscheinlich nicht anders möglich. Und da hat sich halt einiges geändert. Früher gab es hier oben einen Aussichtsturm. Ich meine, damit man sehen konnte, ob es irgendwo gebrannt hat. Der ist jetzt eingestürzt, das werden wir gleich sehen. Weil ich hier gerade gespawnt bin, habe ich gedacht, ich zeige euch das schnell. Und letzte Mal, als ich hier oben war, das war auch das einzige Mal, als ich hier oben war, da fand man eigentlich ganz gute, brauchbare Dinge. Deswegen werde ich hier mal hochgehen. Auch wenn ich jetzt sehr friere. Aber das macht nichts. Also, man kann sich schon ein bisschen Zeit lassen. Das ist jetzt nicht so arg schlimm.
hoffe ich jedenfalls. Wenn ich oben bin, falle ich tot um, weil ich erfroren bin. Wer weiß, keine Ahnung. Kann ja mal hier einen Blick runterwerfen, falls das funktioniert. Ja, da unten sind wir lang gegangen. Schön viele Berge ringsherum. Ich glaube, von oben kann man nicht so gut runterschauen, weil da irgendwie der Zaun immer im Blickfeld ist. Aber wir können uns das ja gleich nochmal anschauen. Hier fliegen immer Krähen rum. Die Krähen, die da oben so kreisen, bedeuten, dass da irgendwo eine Leiche liegt. Entweder ein totes Tier oder eine menschliche Leiche. Und die Krähen, die ja vorbeifliegen, die bedeuten eigentlich immer, dass das Wetter umschlägt. Das heißt, vielleicht war es doch keine so gute Idee, hier hochzulatschen. Aber das werden wir sehen. Ja, hier ist der Turm, der war vorher halt ganz. Der ist zusammengestürzt, höchstwahrscheinlich aufgrund der Schneelast. Und dieser Turm ist neu. Und ich könnte schon sehen, es gibt hier Holz, das können wir aufsammeln. Hier sind Steine, damit kann man auf Hasen zielen und wenn man die dann trifft, werden die bewusstlos und dann kann man sie halt töten und hier ist schon die Leiche. Wollen wir mal gucken, ob die was dabei hat. Eine Gewehrpatrone. Hier haben wir schon was zu essen, das ist eine Dose Tomatensuppe. Bin ich jetzt nicht rangekommen? Hier ist ein Erste-Hilfe-Kasten, da befindet sich oft Medizin drin, manchmal auch was zu essen. Müsli-Riegel oder ein Schokoriegel oder sowas. Das hier wäre ein Lagerfeuer, das ist ausgebrannt, da kann man sich dann ein Feuer entfachen. Ja, dann suchen wir mal weiter. Hier ist noch Holz, eine Limo, ein Behälter. Da haben wir Metallschrott. Und hier ist eine schöne riesige Kiste, die ist auch neu, habe ich vorher so noch nie gesehen. Und da gucken wir mal. Naja, war jetzt nicht so ergiebig, aber okay. Das sind Hagebutten, die kann man aufsammeln. Und sich dann, wenn man genügend davon hat, einen Hagebuttentee kochen. Der heilt einen, glaube ich, auch ein bisschen. So, ich denke, das war's. Ich gucke da hinten nochmal durch. Ich war hier zwar schon, aber... Okay. Achso, wir wollten ja mal gucken, ob wir hier runterschauen können. Gleich stürze ich ab. Ja, okay. Ich gucke jetzt aber nicht so viel, sondern mache mich lieber mal auf den Weg zurück. Achso, da drüben ist jetzt ein neuer Turm. Können wir ja mal kurz gucken gehen. Da hinten könnt ihr das sehen. Der ist also neu. Und sieht eigentlich so aus wie dieser hier. Dieser. So, jetzt wollen wir mal gucken. Noch hält das Wetter. Und ich glaube, sie ist schon am Rumjammern, dass ihr mächtig kalt ist. Aber dann muss sie jetzt mal durch. Zur weiteren Erklärung. Also ich erkläre nicht alles auf einmal, sondern so nach und nach. Zum Beispiel beim Laufen kann man ganz gut ein bisschen quatschen. Also wir haben einen Rucksack, habt ihr ja vorhin gesehen. Da kommen alle unsere Sachen rein, die wir einsammeln. Und wir können, sofern wir genug gegessen und getrunken haben, 30 Kilo mit uns tragen. Und vor allen Dingen, wenn wir fit sind, also ausgeschlafen und so. Oh, schaut mal, das ist schön. Das heißt also, wir können 30 Kilo mit uns tragen. Wir können natürlich noch mehr mitschleppen, aber dann werden wir, glaube ich, schneller müde und verlieren eher Hunger und Durst und solche Sachen. Deswegen lieber ein bisschen weniger mitschleppen als zu viel. Ja, und die Dinge, die wir einsammeln, die haben halt unterschiedliche Gewichtsstufen. Das heißt, das Seil, was ich gerade eingesammelt habe, das wiegt 5 Kilo, könnt ihr hier sehen, da unten. 5 Kilo, ich weiß nicht, ich glaube, ihr seht meinen Mauszeiger nicht. Das kann man auch nach Gewicht sortieren lassen, dann zeigt er das Schwerste zuerst an oder nach Beliebtheit oder halt nach
dem Alphabet. Ich denke, ich mache auch jetzt nicht so sehr lange Folgen. Ich meine, so 15 Minuten müssten eigentlich ausreichen, weil, wie gesagt, man kann sich das nicht so Ewigkeiten lange anschauen, da es zwischendurch immer so sehr langweilige Phasen gibt. Actionreicher wäre es natürlich, wenn ich mit gemein gefährlichen Bären und Wölfen spielen würde. Aber ich glaube, dann würde das Let's Play nicht lange gehen, weil ich bestimmt schnell sterben werde und da habe ich dann auch keine Lust zu. Was ist denn das hier? Das ist nur ein Stein. Das sieht total komisch aus, weil das so extrem blau ist irgendwie. Gut, die Steine sehen auch blau aus. Ich hoffe auch, dass das mit der Helligkeit jetzt so passt. Mir ist aufgefallen, dass ich habe das mal probehalber aufgenommen und auch hochgeladen auf YouTube. Und da war das sehr, sehr dunkel. Man konnte teilweise sehr schlecht sehen und erkennen. Und ich hoffe, dass das jetzt besser ist. Ich habe die Helligkeit nochmal anders eingestellt. Aber da muss ich dann halt mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen rumregeln. Wir werden da schon regeln, ne? Okay. Was noch neu ist, man kann sich jetzt in Öfen, in denen ein Feuer gebrannt hat, Holzkohle sammeln. Und mit dieser Holzkohle kann man sich dann eine Karte zeichnen. Mal gucken, ob ich so gut zeichnen kann, dass ich die Karte hinterher auch erkenne. Ja, Spaß beiseite. Also man kann sich mittlerweile Karten zeichnen. Das war vorher auch nicht der Fall. Da musste man blindlings hier durch die Gegend latschen. Und das fällt mir nicht immer so einfach, muss ich sagen, da ich mich ja ständig verlaufe. Ich habe ja in Spielen nicht unbedingt eine sehr gute Orientierung. Muss aber sagen, hier geht es eigentlich bis auf an manchen Stellen. Da komme ich immer noch nicht so klar. So, jetzt müssten hier eigentlich gleich so ein paar Buden kommen. Da würde ich gerne noch mal reingehen und nachschauen, ob es da was Brauchbares gibt. Und dann werde ich mir ein Lager aufbauen. Also ich habe eigentlich vor, mir in jedem Gebiet zwei Lager möglichst zu machen. Man kann nicht alle Dinge mitschleppen, das geht einfach nicht. Das Wichtigste wird mitgenommen und der Rest wird immer in dem Lager hinterlassen. Und wenn ich dann mal wirklich was brauchen sollte, dann kann ich ja dahin zurückwandern. Das, denke ich, ist eine ganz gute Idee. Mal sehen, ob es hilft und wirkt. So, hier rennen Hirsche rum. Die kann man sich schießen und dann bekommt man von denen Fleisch, Därme und Leder. Und da kann man dann auch Dinge draus bauen. So, dann werden wir hier mal reingehen und gucken, ob es was Schönes für uns gibt. Das sind hier praktisch so Lager für Holzfäller, nehme ich mal an. Die haben dann hier übernachtet und tagsüber den Wald abgeholzt, was natürlich nicht so angenehm ist oder so toll ist. Hier ist schon eine Einmannpackung, die ist sehr gut, weil die stellt ziemlich viel Hunger wieder her. Hunger, sage ich schon. Also die macht sehr satt und ist auch nicht so allzu schwer, soweit ich weiß. Man muss ziemlich genau gucken. Oft sind Dinge sehr versteckt. Man kann hier auch einige Schubladen öffnen. Da befindet sich auch oft Zeug drin. In den Kisten ist auch manchmal was drin. Oder unter den Betten. Hier liegen noch Sportsocken. Schöne angemüffelte Sportsocken. Aber wenn es einem kalt ist, ist das egal. Ich glaube, dann trägt man auch sowas. Ja, unter die Betten kann man nicht so gut gucken. Hier ist noch ein Metallbehälter, den suche ich nochmal ab. Ein T-Shirt, sehr brauchbar bei der Kälte auf jeden Fall. Aber zum Unterziehen vielleicht nicht schlecht. So, hier liegt ein Kissen rum und ein Schlafsack und das könnte man auseinandernehmen. Manchmal findet man sogar darunter noch Gegenstände, wenn man Glück hat. Es ist aber nicht immer so. Wir können den Stuhl auseinandernehmen und auch die Kiste. Ja, und andere Möbel teilweise auch, aber wir haben noch keine Werkzeuge dazu. Das heißt, die Kiste könnten wir auch mit der Hand auseinandernehmen. Aber das Kissen und den Schlafsack nicht.
So, jetzt werde ich hier noch mal kurz nachschauen. Hier haben wir Brandbeschleuniger. Das ist gut, wenn man mal ein Feuer braucht. Und das ist super gut, das ist eine That's definitely Sturmlaterne. in handy. Das ist super prima, denn oft ist es, und hier ist ein Kanister, da ist Öl für die Lampe drin. Ja, an manchen Stellen ist es sehr, sehr dunkel, wo man lang muss, und da braucht man wirklich Licht, sonst sieht man die Hand vor Augen nicht. I'll take it. Und dafür ist die Lampe sehr, sehr nützlich. Hier ist eine Magnesiumfackel. In der Regel, wenn einem Wölfe begegnen oder Bären, dann kann man mit der Magnesiumfackel winken und dann laufen die weg. Dann braucht man nicht kämpfen. So, ich gehe jetzt noch mal kurz aus dem Wohnwagen raus und wieder rein. Und das hat einen guten Grund. Er speichert nur das Spiel, wenn man geschlafen hat, beziehungsweise wenn man einen Raum betreten hat. Deswegen habe ich jetzt noch mal das Spiel gespeichert. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich sage erstmal bye bye, bis demnächst. Eure Nizi.